Hallo ihr Lieben, hier ist Danny von Stempeltier. Heute mal wieder mit einer kleinen Videoanleitung für euch. Und zwar für so ein kleines Goodie mit dem süßen Igelchen, das ihr ganz einfach mit dem Umschlagfalzbrett und dem Stempelset Herbstanfang gestalten könnt. Die Idee mit dem Igelchen, dass man den aus der Sonnenblume stempeln kann, habe ich von einer ganz lieben Kollegin, der Cornelia Jansen. Conny, ganz lieben Dank für diese tolle, niedliche Idee und Erweiterung des Stempelsets durch diesen süßen kleinen Igel. Normalerweise kennt ihr das Set jetzt ja schon von vielen Ideen mit der Sonnenblume, aber ihr könnt eben auch aus diesen Motiven, die dabei sind, wunderbar, zum Beispiel die Mähne eines Löwen gestalten. Passt dann auch ganz toll zur Katzenstanze. Das zeige ich euch vielleicht mal demnächst. Heute möchte ich euch aber mal zeigen, wie ihr den kleinen Igel auf das Goodie bekommt. Also ihr braucht erstmal das Set Herbstanfang. Dann ein Stück Farbkarton. Ich habe hier noch Restbestände von Taupe, war eine meiner absoluten Lieblingsfarben, darum habe ich da noch so viel über. Ihr schneidet euch den Farbkarton auf 16,1 cm mal 16,1 cm zurecht. Quadratisch. Der Papierschneider kann dann gleich wieder weg. Jetzt nehmt ihr euer Umschlagfalzbrett, das Envelope Punchboard. Und das geht jetzt wirklich super einfach. Wer dieses Brett noch nicht kennt und jetzt zum ersten Mal so ein Video sieht, es ist so einfach. Ihr könnt das ganz ohne Probleme zu Hause nachmachen. Wir legen uns jetzt hier in dem Fall die Verpackung bei 7,1 cm an, stanzen einmal und ziehen hier die Falzlinie nach. Weil wir ja eine 3D-Verpackung haben, brauchen wir noch eine zweite Falz bei 9,1 cm. Somit habe ich hier die Höhe für meine Joghurette oder Kinderschokolade. So, und jetzt funktioniert das bei diesem Envelope Punchboard eigentlich immer nach dem gleichen Schema. Ihr dreht jetzt um 90 Grad, legt hier an den Nupsi die erste Falzlinie an, stanzt und falzt, schiebt weiter auf die zweite, stanzt und falzt, dreht wieder um 90 Grad. So, man sollte aufpassen, wenn man da offene Stempelkissen hat. Ich habe schon reingefasst, habe schon einen Punkt. Die zweite Falzlinie, wieder um 90 Grad und jetzt ein letztes Mal, wieder stanzen und falzen. Jetzt haben wir hier noch so spitze Ecken. Das Tolle am Papierschneider, sage ich, das Tolle am Envelope Punchboard ist, auf der Rückseite kann ich es euch zeigen, hier versteckt sich noch ein Eckenabrunder. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Ecken hier reinlegen und sie sind wunderschön abgerundet. Ist eine tolle Zusatzfunktion, die man auch so für andere Projekte und Karten mal ganz gut gebrauchen kann. Jetzt haben wir das Grundmaß schon fertig. Das Umschlagfalzbrett kann weg. Als nächstes muss ein bisschen eingeschnitten werden, und zwar immer die Laschen. Ja, dass ich hier diese hochklappen kann. Und auf der anderen Seite auch noch. So, das war's auch schon. Jetzt wird gefalzt. So entsteht dann die Verpackung. Immer darauf achten, dass ihr, es gibt ja so ein Talfalz und ein Bergfalz, dass ihr um den Bergfalz
die Verpackung schließt. Alle Falzlinien mit eurem Falzbeil nachziehen. Wer jetzt das Falzbeil so separat nicht hat, bei dem Umschlagfalzbrett kommt eins mit. Das habe ich irgendwo verbummelt. Also hier ist so ein kleines graues Falzbeil schon mit drin. Ihr braucht also am Anfang lediglich das Umschlagfalzbrett und noch nicht unbedingt separat ein Falzbeil. So, jetzt ist die Grundverpackung fertig. Jetzt schaue ich mal. Muss ich gerade mal aus der Weihnachtsvariante die Schokolade rausholen. So, das ist nämlich hier die ganz schnelle Variante für Weihnachten, wenn man nicht viel Zeit hat. Einfach unsere neuen Schneeflocken-Doilies unten drunter, kleiner Spruch drauf, fertig. So, jetzt kommt unsere Joghurette hier rein. Wer will, kann jetzt hier die Verpackung zusammenkleben mit ein bisschen Tombow. Wenn euch danach ist, könnt ihr natürlich jetzt vorher den Farbkarton noch bestempeln. Ja, das lasse ich jetzt fürs Video mal weg. So, dann wird es hier zusammengeklebt. Der bindet ja wunderschnell ab. Jetzt ist die Grundverpackung eigentlich schon fertig. Jetzt wollen wir aber noch eine Banderole haben. Dazu schnappt ihr euch wieder den Papierschneider. Und ich habe jetzt hier ein... nach Vellum auf Deutsch, unser Pergament, unseren Farbkarton DIN A4 Pergament genommen. Der ist schön dick, aber trotzdem ganz zart, wenn man den drauf nimmt. Und habe, glaube ich, in etwa, wie breit habe ich es gemacht? 2 Inch, dass ich es mir eigentlich leicht merken kann. Ich habe es mir doch nicht gemerkt. So, 2 Inch. Schneide ich mir einen Streifen runter. Papierschneider kann weg. Und jetzt wickelt ihr eigentlich nur das Pergament wie so, ja, wie eine Banderole, upala, mit euren Fingern drumherum und knickt so ein bisschen den Falz nach. Ja? Den könnt ihr dann nochmal fester machen. So, und ihr arbeitet euch jetzt rund herum. Ja, jetzt haben wir den zweiten Falz. So, um jetzt die Igelchen zu stempeln, braucht ihr ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß oder Vanille, Vanille pur, einen hellen Neutralton, ich habe hier Sahara Sand, und einen etwas dunkleren Ton. Da habe ich Wildleder genommen. Ach so, und für das Gesichtchen dann noch ein bisschen Schwarz. Das Gesicht habe ich mir nämlich gemopst aus einem Stempelset. Na, das bestimmt viele, viele von euch zu Hause haben. Und zwar die Foxy Friends. Da sind ja 1, 2, 3, 4 Gesichtchen dabei und die kann man das ganze Jahr über eigentlich super für alles Mögliche verwenden. So, los geht's. Es ist ein Two-Step-Stempelset. Das bedeutet, es werden 2 Motive übereinander gelegt und ergeben dann so diesen Effekt. Wir fangen mit der helleren Farbe an. Und dem größeren Motiv. Ach so, ja, und damit der, jetzt kommt noch der Trick an der Sache, damit ihr den Igel so abgeschnitten bekommt, nehmt ihr ein Post-it und klebt euch das hin, sodass, wenn ihr das dann fertig abzieht, ne, hier nur das obere Teil vom Igel liegen bleibt und der Rest maskiert ist. So, da ich das hinterher noch mit der Big Shot ausschneiden möchte, lasse ich mir ein bisschen Platz vom Rand, so mit dem Stitched Framelit, dem Quadrat, dem größten, möchte ich das nachher ausstanzen, also schaue ich, dass ich ungefähr hier mein Igelchen hinstempel.
Nochmal so in das helle Sahara-Sand. Einmal abstempeln. Dann das zweite Motiv in, jetzt haut es schon ab, in Wildleder. Obendrauf. Da sieht man jetzt schon, wie interessant das ausschaut. Und dann nochmal den kleinen Kreis, also das Zentrum von der eigentlichen Sonnenblume, auch nochmal in Sahara-Sand in die Mitte gestempelt. Jetzt können wir das schon abziehen. Sieht schon fast aus wie ein Igel. Aber jetzt brauchen wir noch unser kleines Gesicht und unser schwarzes Stempelkissen. Und setzen hier noch unser Gesichtchen in den Igel. Was mir jetzt vorhin noch in die Hände gefallen ist, wer von euch das Set tierische Glückwünsche hat, da kommt so eine kleine süße Wiese mit. Die kann man auch mal für alles Mögliche verwenden. Die habe ich mir jetzt hier auch noch geschnappt. Und fahren grün. Und dann könnt ihr jetzt hier noch so links und rechts von eurem Igel eine kleine Wiese stempeln. Und je nachdem, welchen Spruch ihr möchtet, ich möchte es ja als kleines Goodie für meine Sammelbestellerinnen haben. Darum habe ich mir das kleine Dankeschön ausgesucht. Das ist übrigens auch in dem Set mit der Sonnenblume enthalten. Und habe das jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal schwarz, und habe mir das dann noch hier unten so zentriert wie möglich. So, jetzt habe ich hier ein bisschen nicht so schön gestempelt. Ich würde das Ganze jetzt hier mit dem Quadrat durch meine Big Shot lassen. Und dann bekomme ich ja hier diesen Igel. Wir könnten hier jetzt noch schnell die Wiese dazu machen, dann ist der auch komplett. So, hier auch noch ein bisschen Wiese. So. Alles, was ihr jetzt am Schluss noch braucht, sind ein paar Dimensionals. Um den Igel auf der Goodie-Verpackung zu befestigen. So, das war es jetzt auch schon. Das herbstliche Goodie ist fertig. Die Maße für die Verpackung und alle verwendeten Materialien sowie die Möglichkeit, die gezeigten Produkte bei mir zu bestellen, findet ihr auf meinem Blog www.stempeltier.de. Ich freue mich über ein Däumchen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr keins meiner weiteren Videos verpassen möchtet, dann könnt ihr hier oder hier oder hier oder hier den YouTube-Kanal abonnieren und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Bastelvideo zur Verfügung steht. Das war's für heute. Ich verabschiede mich in ein wunderschönes Wochenende, wünsche euch das Gleiche und wir sehen uns bald. Tschüss!